Hallo und herzlich willkommen hier zum letzten Talk auf dem FAM-Channel. Das Thema wird jetzt etwas ungewöhnlicher, denn wir betreten die Welt der analogen Schaltungstechnik. Jakob zeigt uns gleich den Weg vom genervten Nachbarn, dem die Bässe zu laut sind, bis hin zu dem Filter, der die Lautstärke genau dieser Bassfrequenzen reduziert. Im Anschluss wird es ein kleines Q&A geben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte gerne sofort im IRC-Channel auf Hackend, rc3-fem heißt der Kanal, oder im Rocket-Chat im Kanal FEM oder alternativ auch auf Twitter oder im Fediverse unter dem Hashtag rc3fem. This talk will also be translated into the English language. This means if you want to receive the English translation, please use the translated audio stream in the web player. Und nun viel Spaß mit dem Talk. Hallo, mein Name ist Jakob. Ich studiere Ingenieurinformatik an der TU Ilmenau und ich möchte heute darüber reden, wie man Signale manipuliert. Vorher natürlich, was Signale überhaupt sind und was ich meine mit manipulieren. Legen wir also direkt los. Stellt euch vor, ihr feiert eine Party und euer Nachbar beschwert sich, weil das Ganze so laut ist und ja, ihr sollt leiser machen oder komplett ausschalten, sonst ruft er die Polizei. Und das wollt ihr natürlich nicht. Komplett aufhören wäre aber auch doof. Was schön wäre, wäre, wenn man tiefe Frequenzen, die einen ja stören, also wenn ihr vielleicht mal selbst darauf hört, wenn eure Nachbarn Party feiern, dann merkt ihr vielleicht, das sind gerade die tiefen Frequenzen, die man so hört. Deswegen könnte man jetzt auf die Idee kommen, wenn wir die tiefen Frequenzen rausfiltern, dann könnte der Nachbar weniger gestört sein. Ja, hört sich dann vielleicht nicht so schön an, aber wenigstens können wir dann weiterfeiern, ist besser als ausmachen. Ja, was machen wir dafür? Wir müssen irgendwas zwischen den Lautsprecher und das Mikrofon packen, dass das Signal manipuliert. Denn der Equalizer wurde geklaut und wir können nicht irgendwie das anders verstellen. Wenn wir das machen, ist der Nachbar glücklich und wir auch, weil wir weiterfeiern können. Das ist das Ziel des Vortrags. Wir wollen also heute rausfinden, wie sieht ein Signal aus und wie können wir das manipulieren. Dazu werde ich erst darüber reden, was überhaupt ein Audiosignal ist oder was ein Signal im Allgemeinen ist. Das wird nur durch ein Audiosignal motiviert. Dann werde ich darüber reden, wie man Signale manipuliert. Und danach werde ich konkrete Schaltungen angeben, die ihr nehmen könnt, die ihr dimensionieren könnt, wo ihr sagen könnt, das ist jetzt das Verhalten des Filters und dann könnt ihr die Schaltung aufbauen und verwenden. Vorher nochmal kurze Wiederholung, was ist eigentlich Spannung? Also Spannung ist eine Arbeit, die aufgewendet werden muss, um eine Ladung von einem Punkt in der Schaltung zum nächsten Punkt zu befördern. So, ich möchte aber nicht das Ganze runterbrechen auf die physikalische Ebene, sondern wir merken uns einfach, eine Spannung wird von einer Spannungsquelle zur Verfügung gestellt und über den Rest der Schaltung fällt diese Spannung dann ab. Jetzt möchte ich noch eine weitere Notation zeigen. Und zwar ist es so, dass man manchmal an Schaltungen so ein Ground-Symbol hat. Das ist dann ein Bezugspunkt. Hier ist sozusagen die Spannung immer 0 an diesem Punkt. Also wenn man die Spannung von diesem Punkt zu diesem Punkt berechnet, ist die Spannung immer 0. Und die anderen Spannungen in dem Netzwerk berechnet man immer zu diesem Punkt hin. Und das hilft dann bei der Analyse. Wenn ich also sage, die Spannung in diesem Punkt beträgt so und so viel Volt, dann ist damit immer die Spannung gemeint von diesem Punkt zu diesem Massepunkt. Der wird auch Ground genannt. Um die Schaltung übersichtlicher zu machen, wird dann, gerade wenn sie komplizierter wird, diese blaue horizontale Linie manchmal weggeschnitten. Und dann an jedem Punkt, der in dem Ground endet, ein solches Ground-Symbol angezeichnet. Das sind zwar zwei verschiedene Symbole an zwei verschiedenen Stellen in der Zeichnung, aber die meinen denselben Punkt. Wir haben jetzt also zwei verschiedene Sichtweisen auf Spannung. Wir können einmal Spannung über einem Bauteil messen oder Spannung von einem Punkt zum Massepunkt. Eine letzte Sache noch dazu. Bisher habe ich diese Schreibweise verwendet, die linke, mit der durchgestrichenen Linie. Damit sind Gleichspannungsquellen gemeint. Also die Spannung über der Quelle ändert sich nicht.
Im Gegensatz dazu gibt es noch andere Symbole. Ich werde hier das Rechte verwenden. Dieses Symbol soll in diesem Vortrag meinen, dass das eine Signalquelle ist. Also die Spannung über dieser Spannungsquelle ändert sich ständig und der Spannungsverlauf, den können wir uns dann anzeigen lassen, zum Beispiel in irgendeinem Diagramm. Und dieser Verlauf ist dann unser Signal. Das können wir messen und dann können wir damit Informationen übertragen. Ein ganz einfaches Signal ist zum Beispiel die Sinusschwingung. Wenn man dann die Spannung über so einer Spannungsquelle misst, dann würde sich dann die Spannung so einem Verlauf ändern. Also sie würde hier beginnen, dann würde sie auf 1 steigen, auf minus 1 absinken und so weiter. Und das Ganze ändert sich periodisch. Das Ganze habe ich auch mal vorbereitet. Das würde ungefähr so aussehen. Man hätte dann im einfachsten Fall so eine Schaltung und die Spannung ist hier in so einem mit einer Farbe dargestellt, die sich ändert. Und hier im Diagramm kann man die Spannung sehen, die von hier nach zum Ground gemessen wird. So eine Sinusschwingung kommt in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man kann zwei Parameter ändern an so einer Sinusschwingung. Einmal die Frequenz. Eine Sinusschwingung kann eine hohe Frequenz oder eine geringe Frequenz haben oder eine geringe Amplitude oder eine hohe Amplitude. Also, und damit kann man dann schöne Dinge tun, wie wir gleich sehen werden. Vorher noch ein anderes Signal, und zwar eine Rechteckschwingung. Manche von euch werden jetzt vielleicht daran denken, das erinnert mich an technische Informatik. Das ist bestimmt dafür gedacht, dass man Nullen und Einsen kodiert. Das ist hier nicht gemeint. Ich meine einfach nur, wir konzentrieren uns noch nicht auf die Interpretation des Signals, sondern wir gucken uns erstmal den Verlauf der Spannung an und wie das Signal aussieht. Alles andere machen wir dann nicht in diesem Kontext. Ich hätte hier also genauso gut eine Sägezahnschwingung oder eine Dreieckschwingung oder sowas nehmen können. Ich habe mich hier einfach mal willkürlich für eine Rechteckschwingung entschieden. Auch das habe ich mal gezeichnet. Man sieht also, die Spannung hier ändert sich schlagartig und dann kommt so eine Rechteckschwingung raus. Genau. So, jetzt wird es spannend. Jedes Signal, das uns so in Wald und Wiesen über den Weg läuft, kann man darstellen als eine Summe von sehr vielen Sinusschwingungen. Insbesondere, also eigentlich als eine Summe von unendlich vielen Sinusschwingungen. Irgendwann hört es dann halt auf. Ich habe das hier mal dargestellt. Das blaue Signal zum Beispiel habe ich nach zwei Summationen abgebrochen. Da sieht man noch eine schöne Sinusschwingung. Das orange Signal habe ich abgebrochen, nachdem ich 6 Sinusschwingungen aufaddiert habe. Das grüne Signal habe ich, abgebrochen, nachdem ich 34 aufaddiert habe. Und das rote Signal ist schon ziemlich nah an der Rechteckschwingung dran. Da sind 258 Sinusschwingungen aufaddiert. Das können wir für jedes andere Signal auch machen, also für Dreieckschwingungen oder für Sägezahnwellen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken in einem Diagramm, können wir uns aufzeichnen über die Frequenz, welche Sinusschwingungen mit welcher Amplitude vorhanden sind. An dem einfachen Beispiel der Sinusschwingung zeige ich das mal. Dieses Signal, die Sinusschwingung, besteht aus genau einer Sinusschwingung. Die ist hier dargestellt, die hat 200 Hertz und eine Amplitude von 1 Volt. Hier haben wir gesehen, dass wir die Rechteckschwingung mit sehr vielen Sinusschwingungen zusammensetzen können. Und das ist hier in diesem Diagramm auch dargestellt. Also über die Frequenz ist hier aufgetragen, welche Sinusschwingung mit welcher Amplitude vorhanden ist. Beispielsweise haben wir eine sehr tieffrequente Sinusschwingung, die eine Amplitude mit etwas über 1,2 Volt hat. Und die sehen wir hier. Genau, man sieht auch, die hat tatsächlich etwas über 1,2 Volt Amplitude. So, damit können wir jetzt coole Sachen machen. Wir können jetzt Filter entwerfen, die bestimmte Sinusschwingungen abdämpfen und bestimmte andere Sinusschwingungen verstärken. Dieses Diagramm übrigens, wo ich die Amplituden der einzelnen Sinusschwingungen über die Frequenz aufgetragen habe, das nennt man Spektrum eines Signals. Das ist einfach nur eine andere Sichtweise über das Signal. Es beinhaltet aber dieselben Informationen, als wenn ich mir den Zeitverlauf angucken würde. Okay,
Die Grundlagen sind jetzt also erstmal gelegt. Jetzt möchte ich noch darüber reden, wie man eigentlich Signale manipuliert und was ich damit meine. Also, wir haben jetzt gelernt, ein Signal besteht aus verschiedenen Sinusschwingungen. Wenn ich jetzt so ein Musikstück abspiele, dann sind das einfach ganz viele Sinusschwingungen, die aufaddiert werden. Und da sind auch Tiefen mit dabei. Und gerade die Tiefen sind es, die dann durch die Wände kommen. Das ist, weil die Wände in Resonanz versetzt werden, gerade von den Tiefenschwingungen. Und die wollen wir rausfiltern. Wie machen wir das? Ich habe vorhin schon gesagt, wir packen irgendwas dazwischen. Aber vorher wollen wir erstmal angucken, wie sieht so ein Kabel überhaupt aus. Ich habe das hier mal vereinfacht dargestellt. Eigentlich ist so ein Mikrofonkabel ein bisschen komplizierter. Das soll einfach nur verdeutlichen, wir haben hier eine Signalquelle und hier ein irgendwas, wo das Signal ankommen soll. Und dazwischen haben wir ein einfaches Klinkenkabel. Stellen wir es einfach mal vor. Wie gesagt, wenn ihr ein echtes Mikrofon habt, wird da kein Klinkenkabel dran sein. Aber wenn ihr ein Handy habt und das irgendwie verbindet mit eurem Lautsprecher, dann nehmt ihr da normalerweise ein Klinkenkabel. Und dann sieht das meistens so aus. Ihr habt eine Ader, da ist unser Minuspol, unsere Masse. Und eine andere Ader oder mehrere, da läuft euer Signal drüber. Wenn ihr also die Spannung von der roten Ader zur blauen messt, dann bekommt ihr ein Spannungssignal raus und damit könnt ihr Informationen, also zum Beispiel Geräusch, Sound übertragen. Das kann auch mehrere Adern haben, die rot dargestellt werden. Damit kann man dann, wenn man jetzt zwei signalführende Adern hätte, dann würde man zum Beispiel Stereo-Signale übertragen können. Wir interessieren uns aber hier vor allem für den einfachsten Fall. Dazwischen, also das schneiden wir jetzt auf und dazwischen packen wir jetzt eine elektrische Schaltung. Die elektrische Schaltung ist ein LTI-Filter. Aber was ist ein LTI-Filter? Ein LTI-Filter ist eigentlich etwas viel Allgemeineres. In unserem Fall ist es eine elektrische Schaltung. Die nimmt ein Eingangssignal entgegen, hier als UIN dargestellt. Das ist eine Spannung, die greifen wir hier über diese beiden Klemmen ab und gibt ein anderes Signal, also die Eingangsspannung manipuliert aus. Hier als UOut dargestellt. LTI steht dabei für Linear Time Invariant. Wofür das linear steht, das werde ich gleich erklären. Erst einmal noch eine kleine Veranschaulichung, wie solche LTI-Systeme überhaupt funktionieren. Wir geben ein Signal rein und es kommt ein anderes Signal heraus. Das ist dann, in diesem Fall ist das zum Beispiel gedämpft. Ja, wir können aber auch andere Signale reingeben, werden einfach durchgereicht, also verstärkt mit dem Faktor 1. Es gibt auch, man kann auch noch andere Signale reingeben, die werden dann verstärkt. Oder insbesondere kann man Sinusschwingungen reingeben, die werden dann verstärkt. Welche Sinusschwingungen verstärkt werden und welche nicht, das hängt davon ab, welche Frequenz das Eingangssignal hat. Es kann und das hängt auch vom System ab. Man kann LTI-Systeme konzeptionieren, die haben eine geringe Frequenz und die werden gedämpft und eine sehr hohe Frequenz, die werden dann verstärkt. Das ist hier abgebildet und das ist dann zum Beispiel ein Hochpass, weil es hohe Frequenzen durchlässt. Es gibt noch zwei weitere Eigenschaften, über die ich gerne reden möchte. Und zwar ist das einmal die Homogenität und die Additivität. Wenn ich jetzt also das Eingangssignal skaliere, dann wird auch das Ausgangssignal mitskaliert. Also die Amplitude. Wir sehen hier dieses Signal hier oben links. Das hat eine bestimmte Frequenz. Das Signal unten links hat dieselbe Frequenz, aber eine höhere Amplitude. Dann hat auch das Ausgangssignal dieselbe Frequenz wie das Signal oben rechts, aber ist eben auch um denselben Faktor verstärkt wie das Signal unten links. Eine weitere Eigenschaft ist die Additivität. Wenn wir also wenn wir vorher zwei Sinusschwingungen addieren, dann und diese Summe als Eingangssignal in ein LTI-System geben, dann kommt auch am Ende die Summe der jeweiligen Antworten aus dem System heraus. Das heißt, wir können nicht nur Sinusschwingungen in solche LTI-Systeme geben, wir können auch zum Beispiel Rechteckschwingungen oder andere Signale, die sich aus Sinusschwingungen zusammensetzen, in die LTI-Systeme füttern. Und dann bekommen wir eine Ausgabe. Jetzt wollen wir noch beschreiben, wie sich solche LTI-Systeme verhalten. Denn es gibt ja nicht nur dieses Tiefpassverhalten, es gibt ja dieses Hochpassverhalten, es gibt auch andere, die ich gleich noch zeigen möchte. Mathematisch formulieren können wir das mit der sogenannten Übertragungsfunktion. Das ist einfach nur der Verstärkungsfaktor, sehr einfach gesprochen, der abhängig ist von der Frequenz. Omega ist die Kreisfrequenz
Und das ist einfach die Frequenz der Sinusschwingung multipliziert mit 2π. Das heißt, wenn wir jetzt eine Sinusschwingung mit einer bestimmten Frequenz hier reingeben, dann wird sie anders verstärkt als die Sinusschwingung von einer anderen Frequenz. Diese Übertragungsfunktion können wir uns jetzt plotten über die Frequenz. Und wir sehen dann hier, dass niedrige Frequenzen Sinusschwingungen mit niedrigen Frequenzen gedämpft werden und Sinusschwingungen mit hohen Frequenzen verstärkt. Oder in diesem Fall einfach nur durchgereicht, also verstärkt mit dem Faktor 1, C noch 0 ist 1. So, jetzt haben wir noch ein Problem. Und zwar wollen wir den bei so einem Tiefpass oder bei einem Hochpass generell konkret sagen können, bis zu dieser Frequenz verstärkt der Filter oder reicht einfach nur durch und ab dieser Frequenz dämpft er ab. Jetzt hat dieser Graph keine Ecken und Kanten. Der ist so geschwungen und es ist jetzt schwierig, so einen Grenzpunkt rauszufinden, so eine Grenzfrequenz, wie wir das nennen wollen. Was wir tun, wir skizzieren die Asymptoten daran. Asymptoten sind Geraden, wo sich der Funktionsgraph im Unendlichen dann annähert. Und diese Asymptoten sind hier grün dargestellt. Wenn sich die schneiden, dann zeichnen wir noch eine Linie runter und da, wo die Linie dann die Frequenzachse trifft, da ist dann unsere Schnittfrequenz oder Grenzfrequenz. In unserem Fall ist das hier 1. Also ich habe es mir einfach gemacht beim Plotten der Funktion. Die Übertragungsfunktion, die fällt jetzt erstmal vom Himmel. Die ist j Omega durch 1 durch Omega g mal j Omega plus 1. Es wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das so herzuleiten und so viel Zeit haben wir auch nicht. Wichtig ist aber vor allem, so sieht die Übertragungsfunktion aus und später kann man den Parameter Omega g variieren, indem man die Elemente in der elektrischen Schaltung verändert. Später ist es dann so, dass ihr einfach nur einfache Formeln habt, wo ihr diese Sachen einsetzen könnt und dann habt ihr eine entsprechende Übertragungsfunktion, ohne dass ihr euch über die Übertragungsfunktion selbst Gedanken machen müsst. Ich möchte das hier trotzdem erwähnen, damit man weiß, woher das herkommt. Es gibt natürlich auch andere Filter, die haben dann andere Übertragungsfunktionen. Hier haben wir einen Hochpass. Es gibt auch noch andere Filter, zum Beispiel einen Bandpass, der dämpft dann tiefe Frequenzen und dämpft hohe Frequenzen und ein bestimmtes Band dazwischen lässt er eben nur durch oder verstärkt es. Nach diesen Übertragungsfunktionen oder solche Filter können wir implementieren in elektrischen Schaltungen. Im Folgenden möchte ich noch den Tiefpass zeigen, den Bandpass und dann noch einen sehr einfachen Filter, nämlich den Verstärker. Der Tiefpass, wie schon gesagt, der reicht tiefe Frequenzen durch, also verstärkt sie mit dem Faktor 1. Hohe Frequenzen dämpft er ab. Wir sehen die Schnittfrequenz, zeichnen uns wieder Asymptoten an. Die Schnittfrequenz ist 1, also C hoch 0 in diesem Fall. Und die Übertragungsfunktion ist so ähnlich wie beim Hochpass, nämlich 1 durch 1 durch Omega mal J Omega plus 1. So, der Bandpass, ja, der, wie schon gesagt, der dämpft geringe Frequenzen und dämpft hohe Frequenzen. Ein bestimmtes Band dazwischen lässt er durch. Wir zeichnen uns die Asymptoten an, zeichnen uns die Schnittfrequenzen an und dann sehen wir, dass der Hochpass die Grenzfrequenzen Omega 1 und Omega 2 hat, die bei uns hier 1 und 100 sind. In echt, wenn ihr jetzt wirklich mit Audiosignalen arbeitet, dann wären die Frequenzen vermutlich etwas höher. Hier geht es aber vor allem um das Konzept. Die Übertragungsfunktion ist J Omega durch 1 durch Omega 1 mal J Omega plus 1 mal und dann nochmal den ganzen Bums mit einer anderen Grenzfrequenz. Man kann sich das so vorstellen, dass man einen Hochpass und einen Tiefpass hintereinander schaltet. Das werden wir später dann auch machen, wenn wir den Bandpass implementieren wollen. Denn dann sehen wir, der Hochpass sorgt dafür, dass die tiefen Frequenzen gedämpft werden und der Tiefpass dafür, dass die hohen Frequenzen gedämpft werden. Dazwischen alles kommt durch. Der Verstärker, ja, ist ein recht einfacher Filter. Er verstärkt unabhängig von der Frequenz die Amplitude. Hat also keine Grenzfrequenz und den Verstärkungsfaktor K, in dem Fall 10. So, was haben wir bis jetzt alles gelernt? Wir wissen, es gibt verschiedene Schreibweisen, wie man auf Spannung gucken kann. Das ist insbesondere gleich wichtig, wenn ich die Schaltbilder zeige. Da verwende ich genau die Schreibweise mit diesem Gorn-Symbol. Es gibt Signale,
die man und man kann Signale darstellen als Summe von ganz vielen Sinusschwingungen, die pro Frequenz eine verschiedene Amplitude haben können und aufaddiert eben dieses Signal ergeben. Man kann dann mit LTI-Filtern diese entsprechenden Frequenzen dämpfen oder verstärken, je nachdem welche diese Sinusschwingungen dämpfen oder verstärken, je nachdem welche Frequenz sie haben. So, unser altes Ziel war es also, ein Spannungssignal zu filtern. Unser neues Ziel ist es jetzt, eine Schaltung aufzubauen, die dieser Übertragungsfunktion folgt. Das heißt, wir entwerfen Filter. Vorher möchte ich allerdings noch zwei neue Bauteile zeigen. Was wir kennen, ist der Widerstand. Der Widerstand folgt der Gleichung U gleich R mal I, das ist das Ohmsche Gesetz, dass also die Spannung, die über den Widerstand abfällt, ist gleich dem Widerstandswert selbst, also so und so viel Ohm, wie der eben draufsteht, und dem Strom, der durch den Widerstand fließt. Angenommen, wir hätten jetzt ein anderes Bauteil, zum Beispiel eine Kapazität. Eine Kapazität ist nichts anderes als ein idealer Kondensator. Angenommen, wir hätten jetzt also an der Stelle, an der der Widerstand ist, vorher war eine Kapazität, dann würde man nicht schreiben UC gleich C mal IC, sondern man schreibt UC gleich 1 durch J Omega C mal IC. Warum da ein J steht, das liegt daran, dass man das Ganze mit komplexen Zahlen berechnet. Ich habe leider keine Zeit, darauf näher einzugehen, aber es soll einfach nur dazu dienen, zu sehen, da kommt dieses J Omega her. Später in den Übertragungsfunktionen kommt das nämlich vor und dann fragt man sich vielleicht, wieso ist das da? Es hilft außerdem, wenn wir dann gleich die Übertragungsfunktion herleiten wollen. Anstelle also eines Rs steht hier 1 durch J Omega C. Genau. Wenn wir dann zum Beispiel einen Widerstand oder eine Kapazität in Reihe schalten, dann sagen wir nicht R plus C, sondern R plus 1 durch J Omega C. Ein weiteres Bauteil ist der Operationsverstärker. Der hat zwei Eingänge, einmal einen invertierenden Eingang und einen nicht invertierenden Eingang, die heißen so, und einmal die Spannungsversorgungen. Also hier habe ich jetzt mal beispielsweise eingezeichnet, dass da 5 Volt und minus 5 Volt anliegen. Einmal muss der Operationsverstärker mit Ground verbunden sein und das hier ist der Ausgang des Operationsverstärkers. Hier kommt unser Ausgangssignal heraus. Je nachdem, wie man einen Operationsverstärker verschaltet, funktioniert er ein bisschen anders. Wir werden ihn hier nur in einer Schaltung verwenden. Und dann funktioniert er auch genau auf die Weise, die wir wollen, nämlich hilft uns dabei, Signale zu filtern. Das werde ich gleich nochmal zeigen. In den Schaltungen, die ich gleich zeigen werde, sind aber die durchgestrichenen Eingänge nicht mitgezeichnet. Das würde die Schaltung etwas unübersichtlich machen und wenn man Schaltungen im Internet findet, also Prinzipbilder im Internet findet, ist es auch oft so, dass diese Sachen nicht mitgezeichnet werden. Realerweise, wenn man einen Operationsverstärker verschaltet, sind die aber trotzdem da. Also ein Operationsverstärker braucht immer eine Versorgungsspannung, wenn man jetzt nicht gerade einen idealen Operationsverstärker ansieht. Das führt auch dazu, dass man auf bestimmte Sachen achten muss, das werde ich am Ende nochmal kurz erwähnen. So, ein typischer OPV, den man sich einfach bei dem Elektronikfachgeschäft seines Vertrauens bestellen kann, ist der LM358. Das ist so ein Wald- und Wiesen-OPV. Man kann aber auch andere nehmen, wenn man andere findet. Kann man vielleicht mal ins Datenblatt gucken, was da so den eigenen Ansprüchen entspricht. So, was wir jetzt brauchen, um Filter zu entwerfen, ist die invertierende OPV-Schaltung. Die ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier ein OPV, wir haben die Signalquelle. Diese Signalquelle liefert uns die Eingangsspannung. Die geht dann läuft die Schaltung in den Widerstand, der hier vorne geschaltet ist, also den Widerstand in dem vorderen Zweig. Und dieser Widerstand ist mit dem invertierenden Eingang verbunden. Der nicht invertierende Eingang ist mit dem Ground verbunden. Der Ausgang ist mit R2 verbunden, welcher wiederum auf den invertierenden Eingang zeigt. Dann nehmen wir die Spannung hinten beim OPV ab und das ist dann unser Ausgangssignal. Wenn wir das dann verdrahten wollen, dann packen wir hier zwei Drähte dran, also an Ground und an den Widerstand und die hinten beim Ausgang des OPVs und Ground, packen das zwischen unser Kabel und dann haben wir unseren Filter.
Dieser Filter, der hier dargestellt ist, ist erstmal ein Verstärker. Also er filtert noch nichts. Später werden wir dann Filterschaltungen sehen, die filtern, weil wir diese Widerstände hier ausgetauscht haben durch Parallel- oder Reihenschaltungen von Widerständen und Kapazitäten. Genau. Jetzt kommt allerdings erstmal der Verstärker. Der sieht genau so aus. Ich werde für jede Schaltung, die jetzt kommt, die Übertragungsfunktion angeben und herleiten, einfach weil es vielleicht interessant ist, und den Verstärkungsfaktor im nicht gedämpften Bereich und die Grenzfrequenz. Der Verstärker, das Bodendiagramm habe ich schon gezeigt, egal welche Frequenz das Eingangssignal hat, er verstärkt um den Faktor und irgendeinen Faktor, hier ist es der Faktor 10. Die Schaltung sieht genau so aus, das ist also unsere nicht invertierende Verstärkerschaltung. Die Übertragungsfunktion ist minus R2 durch R1. Das kann man rausfinden, wenn man diese Schaltung analysiert. Werde ich es nicht tun. Aber ich möchte veranschaulichen, wie das aussieht. Also man schreibt ein Minus hin, dann schreibt man einen Bruch, dann schreibt man in den Zähler den Wert des Widerstandes, der hier oben in der rückführenden Kante ist, durch den Wert des Widerstandes, der in der vorderen Kante ist. Der betragsmäßige Verstärkungsfaktor im nicht gedämpften Bereich ist R2 durch R1. Eine Grenzfrequenz gibt es nicht. Ja. Ich möchte kurz zeigen, wie das aussieht. Das hier ist ein Verstärker. Wir sehen, wir haben hier 3 Kilo Ohm und hier 1 Kilo Ohm. Das heißt, der Verstärkungsfaktor ist minus 3. Ja, wir sehen hier, 5 Volt ist die Eingangsspannung. Und 510 Volt ist die Ausgangsspannung. Es funktioniert also. So. Jetzt gucken wir uns mal einen Hochpass an. Der Hochpass, der hat in der vorderen Kante eine Reihenschaltung aus einer Kapazität und einem Widerstand und in der rückführenden Kante einen Widerstand. Die Übertragungsfunktion ist minus J Omega C1 mal R1 durch J Omega C1 mal R1 plus 1. Der Verstärkungsfaktor im nicht gedämpften Bereich ist wieder R2 durch R1. Und die Grenzfrequenz ist 1 durch 2 Pi mal C1 mal R1. Wir gucken uns das wieder mal an. So. Ich drehe die Frequenz mal hoch. Jetzt sehen wir, das Eingangssignal ist 5 Volt und es wird kaum gedämpft. Also das Ausgangssignal ist jetzt 4,62 Volt, das sind fast 5 Volt. Wenn wir jetzt mal, wir erinnern uns, das ist ein Hochpass, das heißt, hohe Frequenzen werden nicht gedämpft, aber niedrige Frequenzen werden gedämpft. Wenn wir erstmal die Frequenz verringern, dann sehen wir, wie die Amplitude sinkt. Ja. So, die Amplitude ist jetzt nur noch, etwa unter 1 Volt, und obwohl das Eingangssignal 5 Volt ist. Und so funktioniert unser Hochpass. Wenn ihr jetzt also einen Hochpass bauen wollt, dann nehmt ihr genau diese Schaltung. Ihr müsst ein Bauteil festlegen. Sagen wir, ihr habt gerade irgendwie noch 1 Kilo Ohm rumliegen. Dann sagt ihr, unser R1 soll 1 Kilo Ohm sein. Und dann setzt ihr euch fest, welchen Verstärkungsfaktor möchte ich haben, sagen wir 1, dann muss euer R2 auch 1 Kilo Ohm haben, dann rechnet ihr die Grenzfrequenz aus, die soll dann bei, was weiß ich, 1 Kilohertz sein oder sowas. Dann schreibt ihr das auf, stellt nach der Kapazität um, dann werdet ihr feststellen, dass die Kapazität vielleicht nicht ganz passend ist oder dass es gar nicht solche Kapazitäten mit solcher Größe gibt. Dann müsst ihr euch nochmal einen anderen Widerstand aussuchen und das Ganze nochmal machen. Also ihr müsst immer eine Größe festlegen und das Ganze dann umstellen, aber das kriegt man, denke ich, hin. So, wie kommt man nun auf diese Übertragungsfunktion? Diese hier. Bei der invertierenden Verstärkerschaltung haben wir einfach den Rückführungszweig durch den vorderen Zweig geteilt. Das machen wir hier jetzt genau auch. Also im Rückführungszweig ist ein R2 drin. Das schreiben wir hin. Im vorderen Zweig ist eine Reihenschaltung aus C1 und R1 drin. Das heißt, wir schreiben auf. R1 plus 1 durch J Omega C1. Jetzt multiplizieren wir noch mit einer schlauen 1. Das heißt, wir multiplizieren mit J Omega C2 durch J Omega C2. Die Gleichung verändert sich nicht, dafür können wir das Ganze etwas umformen.
Das heißt, wir multiplizieren das hier oben in den Zähler rein. Dann steht da J Omega C1 mal R2. Und im Nenner fliegt uns dieser Doppelbruch weg. Der ist, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. Und dann steht hier J Omega C1 mal R1 plus 1. Genau. So was Ähnliches machen wir jetzt mit dem Tiefpass. Der Tiefpass, wir erinnern uns, der lässt bis zu einer bestimmten Frequenz alle Sinusschwingungen durch. Und die Sinusschwingungen darüber, die dämpft er ab. Das sieht so aus, also wir haben eine, im Rückführungszweig haben wir eine Parallelschaltung aus C2 und R1, aus C und R. Und im vorderen Zweig haben wir nur ein R. Die Übertragungsfunktion sieht so aus, minus R2 durch R1 mal 1 durch J Omega C2 mal R2 plus 1. Der Verstärkungsfaktor im nicht gedämpften Bereich ist R2 durch R1 und die Grenzfrequenz ist 1 durch 2Pi C2 mal R2. Wie man das dimensioniert, habe ich vorhin schon gesagt. Auch diese Schaltung habe ich mal nachgebaut. Das ist die falsche. Hier. Es ist ein Tiefpass. Das heißt, hohe Frequenzen sollen nicht gedämpft werden. Wir sehen, das Eingangssignal hat 5 Volt. Ich stelle die Geschwindigkeit mal etwas höher. Das Eingangssignal hat 5 Volt, das Ausgangssignal 4,8. Wenn wir jetzt das Signal hochstellen, also über 16 Hertz, was die Grenzfrequenz ist, dann müsste die Amplitude ja sinken. So, man sieht, die Amplitude sinkt auf 1,5 Volt. Also auch unser Tiefpass funktioniert. Nochmal, je nachdem, welche Grenzfrequenz man haben möchte, muss man an diesen Bauteilen hier etwas ändern, denn diese Bauteile bestimmen, wo die Grenzfrequenz liegt. So, die Übertragungsfunktion lässt sich so herleiten, nämlich minus der Rückführungszweig durch den vorderen Zweig, wie wir es auch vorhin schon gemacht haben. So, jetzt wird es etwas trickier. Wir haben diesen Rückführungszweig hier, die Parallelschaltung, und im vorderen Zweig das hier, diesen R1. Die Parallelschaltung lässt sich durch diesen Term ausdrücken und wir teilen durch hier. Und ja, das ist eigentlich genau dasselbe, wie wir das bei dem Hochpass gemacht haben. Sieht ein bisschen komplizierter aus, aber die Schritte sind eigentlich die gleichen. Und am Ende fällt dann diese Übertragungsfunktion heraus. Und an dieser Übertragungsfunktion kann man dann diese Grenzfrequenz ablehnen. So, jetzt haben wir noch einen Bandpass. Wir sind jetzt allerdings etwas faul. Wir haben einen Tiefpass und wir haben einen Hochpass. Das heißt, wir können einen Bandpass einfach erzeugen, indem wir einen Tiefpass und einen Hochpass hintereinander schalten. Sagen wir, wir wollen die zwei Grenzfrequenzen 10 hoch 0 und 10 hoch 2. Dann können wir einen Hochpass nehmen, der die Grenzfrequenz 10 hoch 0 hat. Der dämpft dann alle Frequenzen unterhalb von 10 hoch 0. Und wir haben einen Tiefpass, der die Grenzfrequenz 10 hoch 2 hat. Der dämpft alle Frequenzen oberhalb von 10 hoch 2. Alle dazwischen werden durchgelassen. So, bauen wir das mal. Das sind einfach nur die beiden Schaltungen, die wir eben hatten, hintereinander geschaltet. Der Verstärkungsfaktor im nicht gedämpften Bereich ist dann jeweils die beiden Verstärkungsfaktoren der einzelnen Schaltungen multipliziert. Und die Grenzfrequenzen sind einfach die Grenzfrequenzen der einzelnen Schaltungen. Auch das können wir uns nochmal angucken. Wir sehen, das ist jetzt eine sehr niedrige Frequenz. So, 4 Hertz, die Grenzfrequenz, die erste ist 16 Hertz, das Signal wird stark gedämpft. Jetzt erhöhen wir die Frequenz etwas. Das war zu hoch. So, wir erhöhen die Frequenz etwas, wir sehen, das Signal wird nicht mehr so stark gedämpft. Jetzt sind wir im Band, wo das Signal durchgelassen wird. Wenn wir die Frequenz weiter erhöhen, sehen wir, wie die Amplitude des Signals gedämpft wird. Ja, und das ist genau das Verhalten, was wir vom Bandpass wollen. Und ja, das haben wir geschafft, indem wir einfach nur zwei verschiedene Schaltungen hintereinander geschaltet haben, die wir uns vorher überlegt haben. So, jetzt überlegen wir uns nochmal das Wesentliche. Ein Signal besteht aus einer Summe von mehreren Sinusschwingungen, die je nachdem, welche Frequenz sie haben, eine verschiedene Amplitude haben. Wir können dann Schaltungen entwerfen, die sich wie LTI-Systeme verhalten und bestimmte Frequenzen verstärken und andere Frequenzen abdämpfen. Das Verhalten können wir darstellen in einem Bode-Diagramm. Also bestimmte Frequenzen werden hier gedämpft und hier verstärkt. Andere Verhalten sind möglich. Und dieses Filterverhalten können wir in einer Schaltung implementieren.
Es gibt auch noch sehr viele andere Schaltungen, noch sehr viele andere Filter, bei der andere Frequenzverhalten möglich sind. Das hier ist eine recht einfache Version. Also es sind sehr einfache Hochpass- und Tiefpässe. Aber zum Basteln, denke ich mal, ist es ganz nett. Ja, es gibt aber noch einige Dinge, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Ein echter OPV ist nicht ideal. Das heißt, wenn es gibt zwei Eigenschaften, die ein OPV hat, die manchmal etwas nervig sind. Nämlich dämpft ein OPV bis zu einer ab einer bestimmten Frequenz. Das steht im Datenblatt, welche Frequenz das ist. Und ab da dämpft er alle Signale, egal welche Frequenz dieses Signal hat. Sollte man darauf achten. Außerdem ist die Ausgangsspannung, ich habe ja vorhin angezeichnet, dass ein OPV eine Versorgungsspannung hat. Der OPV kann nie mehr Ausgangsspannung ausgeben, als er Versorgungsspannung hat. Wenn wir also ein Signal, ein Eingangssignal von 5 Volt haben und wir verstärken das mit dem Faktor 10, und dann würde ja bei einem idealen OPV 5 Volt, habe ich gesagt, 50 Volt rauskommen als Amplitude. Wenn wir aber einen realen OPV haben, der dann mit 5 Volt versorgt wird, dann klippt das Signal bei 5 Volt. Das heißt, wir haben dann so eine Art Rechteckschwingung. Ist vielleicht nützlich, wenn man Overdrive-Effekte bauen möchte, aber bei der Signalübertragung, wenn man Informationen übertragen möchte, ist das eher ungünstig. Dann haben wir noch das waren alle Effekte zum OPV. Wer direkt einen Lautsprecher ansteuern möchte, der kriegt das vermutlich mit so einem simplen Operationsverstärker nicht hin. Es gibt Leistungsverstärker, die sind dafür eher geeignet. Man kann dann zum Beispiel mit dem Leistungsverstärker eine Verstärkerschaltung bauen, die man dann hinter seinen OPV-Filter schaltet, und dann wird die Leistung des Verstärkers verstärkt und es kann auch durch einen Lautsprecher wiedergegeben werden. In den letzten Folien, da habe ich ein paar Links, die interessant sein könnten, aufgeschrieben. Und da ist auch ein YouTube-Video verlinkt von jemandem, der das mal getan hat. Wer sich um die Gesundheit seiner Signalquelle sorgt, also so eine Signalquelle kann vielleicht auch kaputt gehen, der sollte einen Spannungsfolger oder eine nicht invertierende Verstärkerschaltung davor schalten. Man kann einfach im Internet nachgucken, was das ist. Das ist nicht kompliziert oder nicht komplizierter als das, was wir hier gemacht haben. Es fließt bei der Operationsverstärkerschaltung ein kleiner Strom in den vorderen Zweig. Wenn man einen Spannungsfolger oder eine nicht invertierende Verstärkerschaltung vorschaltet, fließt da keine Spannung, fließt da kein Strom. Die Spannung kann aber trotzdem übertragen werden und die Signalquelle wird dadurch geschützt. Genau. Die Schaltbilder wurden generiert mit falstart.com. Also das ist vielleicht ganz nützlich für kleine Bastelprojekte. Da kann man sich mal eine kleine Schaltung klicken und schauen, wie sie sich verhält. Es gibt aber auch noch andere Tools. Wenn man das ein bisschen professioneller machen möchte, gibt es auch LTSpice. Das ist so ein Analysewerkzeug, was sowas macht wie falstart, nur man kann damit etwas effizienter arbeiten, weil es keine Webanwendung ist und auch gut funktioniert. Eine Python-Bibliothek zum Plotten von Bodeplots ist Python Control. Die finde ich ziemlich praktisch. Es gibt auch noch andere Bibliotheken, aber Python Control schränkt einen nicht so sehr dabei ein, wie man Übertragungsfunktionen aufschreiben kann. Falstart.com habe ich schon erwähnt, ist ein Schaltungssimulator. PySDR ist für alle, die sich mehr mit Signalverarbeitung auseinandersetzen möchten. Also wie sieht so ein Signal aus, wie kann man das manipulieren? Und Learn Electronics ist ein YouTube-Kanal für Bastler. Also der hat recht lustig gestaltete Videos, die man sich angucken kann. Und dieses Video hier ist behandelt die Fragestellung, wie kann man einen Leistungsverstärker verschalten, damit er die Leistung meines Signals verstärkt und einen Lautsprecher antreibt. Genau, hier sind noch einige andere Links, also Bastelanleitungen, eine Rechenhilfe für den Tiefbass und für den Hochbass jeweils. Genau. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Basteln. Es gibt gleich noch eine Fragerunde, da könnt ihr Fragen stellen. Ja. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Jakob, für diesen wirklich sehr spannenden Talk. Also, so viel habe ich über analoge Schaltungstechnik noch nicht gelernt bisher. Von daher habe ich einiges gut mitnehmen können. Ja, jetzt kommen wir zu der eben erwähnten Fragerunde. Dazu gerne nochmal die Erwähnung für alle, die noch Fragen haben.
aber sie bisher nicht gestellt haben. Bitte schreibt eure Fragen in den IRC-Server Hackend, in den Kanal RC3-FEM oder in den RC3-Rocket-Chat, in den Kanal FEM oder alternativ auf Twitter oder im Fediverse unter dem Hashtag RC3-FEM ohne Bindestrich. Ja, fangen wir mal an mit den Fragen, die sich bisher so gesammelt haben. Da haben wir erstmal eine Frage, die wohl zumindest laut Fragesteller etwas weniger hiermit zu tun hat. Das war die Frage, was ein Wiener Filter mit einem Filter zu tun hat. Mhm. Also ich habe mal geguckt auf Wikipedia während des Vortrags. Ein Wiener Filter, das habe ich auch mal im Studium gehört unter dem Namen Wiener Brücke. Das ist einfach eine bestimmte Art von elektrischer Schaltung. Und man kann da bestimmt auch was mit elektrischen Filtern bauen. Weiß ich aber nichts zu. Ich habe das im Studium bisher immer im Kontext gehört von, wir wollen irgendwas messen und dafür für Messschaltung verwenden wir solche Brücken. Aber sicherlich kann man das auch für Schaltung verwenden. Also ist das jetzt irgendwie eine Art Brückenschaltung? Also ich kenne das ja aus meinem Studium zumindest, dass es so Brücken gibt. Ja, also das oder dann vier Widerstände zusammen, ja, genau. So im Kreis? So, sowas ist das. Sowas ist das. Und das kann man bestimmt auch irgendwie mit Filtern verwenden. Ist mir nicht bekannt, aber es geht bestimmt. Alles klar. Gut, dann die nächste Frage. Die war jetzt ziemlich zu der Folie 56, die jetzt gegen Ende dran kam. Was empfiehlst du gegen Clipping? Ja, also wenn man weiß ja ungefähr hoffentlich, was da für eine Amplitude rauskommt aus der Signalquelle. Und dann weiß man, okay, das sind vielleicht maximal 10 Volt oder maximal, je nachdem wie die Signalquelle so drauf ist. Und dann muss man einfach die Versorgungsspannung für den OPV entsprechend wählen. Sagen wir, wir wissen, die maximale Amplitude von dem Eingangssignal ist 10 Volt oder 5 Volt. Dann sagen wir, wir versorgen den OPV mit plus und minus 5 Volt oder ein bisschen mehr für ein bisschen Puffer. Genau. Ja. Ja, die nächste Frage sieht, naja, das ist keine Frage, das ist eine kleine Anmerkung. Also hier kam der Wunsch auf, dass du beim Bandpass nochmal kurz den häufigen Begriff Bandbreite erklärst. Also könntest du ja bitte nochmal für uns erklären? Ja, genau. Bandbreite ist einfach, also der Bandpass hat ja einfach zwei Grenzfrequenzen und man kann die obere Grenzfrequenz, also FG2 habe ich das, glaube ich, genannt, minus FG1 rechnen. Und dann hat man so eine Bandbreite, also diese Differenz zwischen den beiden Grenzfrequenzen ist einfach die Bandbreite. Oder kann man so definieren, ja. Ja, so, die nächste Frage. Ja, wie viel würde es bringen, die Tieftöner von Wänden und Boden zu entkoppeln? Also jetzt wieder zu dem Beispiel, dass man den Bass etwas leiser kriegen möchte. Im Extremfall gab es jetzt hier so den Vorschlag, das Ganze an Gummibändern von der Decke hängen zu lassen. Ist das so dein? Also davon habe ich keine Ahnung oder wenig, also nur das, was man so in der Schule vielleicht mitnimmt. Die Sache mit dem Mikrofon und mit dem Karaoke, das war eher eine Motivation für den Vortrag. Also wir haben ein Audiosignal, das wollen wir filtern und von da an bin ich ja direkt zu Signalen allgemein gegangen. Aber wenn man sich mehr auf die Medientechnik konzentrieren möchte, dann müsste man dann an anderer Stelle weiter recherchieren. Mhm. Ja, genau. Dann gab es hier noch eine Frage zu den Schaltbildern. Und zwar, warum bei einem Ground ein zusätzlicher Punkt dort angemalt wurde? Ich glaube, das bezieht sich vermutlich auf die eine Folie, wo einfach mitten in der Schaltung nochmal ein Ground-Symbol war, was dann einfach an einen Punkt ging, aber sonst nicht weiter verbunden war. Es ist damit, okay, ich vermute mal, damit ist die Folie gemeint, wo mehrere Ground-Symbole aufgetaucht sind. Naja, das ist einfach, wie ich im Vortrag gesagt habe, man hat ja vielleicht so eine normale Schaltung, wie man sie aus der Schule kennt, ohne diese Ground-Symbole. Und an einer Stelle, diesen einen Punkt wählt man sich dann eben als Bezugspotenzial aus. Und an dieser Stelle zeichnet man dann das Ground-Symbol. Und man kann dann auch an andere Stellen dieses Ground-Symbol zeichnen. Und wenn man das tut, dann sagt man, diese Punkte sind verbunden. Diese Punkte sind ein und derselbe Punkt in der Schaltung. Und das macht Schaltung übersichtlich. Ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. Denn ich wüsste sonst nicht, was gemeint ist. Okay. Ja,
Genau, ansonsten gab es jetzt noch die Frage, warum man das Ganze jetzt nicht direkt in Software lösen möchte. Wieso Ja. möchte man das unbedingt jetzt als physische Schaltung aufbauen? Ja, also weil Spaß macht. Also ich habe mir überlegt, der Talk wäre vielleicht ganz sinnvoll für Leute, die gern löten, die gern basteln. Und ja, deshalb hab ich das Ganze mit den analogen Filtern aufgezogen. Wenn man Lust hat, das mit digitalen Filtern zu machen, dann ja, los geht's. Also das könnte man ja genauso machen. Ja, ansonsten hier noch eine Frage aus dem Studio und zwar zum Hochpassfilter. Da hatten wir es ja so, dass quasi direkt hinterm Eingangssignal ein Kondensator und ein Widerstand geschaltet waren. Und der Widerstand, der dann vom Ausgang des OPV wieder zurückgeführt wurde, der hatte ja den gleichen Widerstand wie der Widerstand, der am Eingang dran war, was ja Okay. am Ende zu einer Verstärkung von 1, Ja. zumindest betragsmäßig war, Genau. kann man in dem Fall nicht einfach dann den OPV weglassen, ist jetzt die Frage, weil letzten Endes macht doch quasi nur die Kapazität in dem Fall die ganze Arbeit. Das ist. Es kann aber trotzdem sein, dass man immer noch verstärken möchte. Also, man kann sich zum Beispiel dann Poti reinbasteln und dann kann man sagen, ich möchte jetzt trotzdem den Verstärkungsfaktor erhöhen und dafür ist so eine Schaltung ganz gut. Es kann sein, dass da noch ein paar andere Effekte mit reinspielen. Da bin ich aber gerade. Da müsste ich selbst nochmal nachlesen. Es gibt auch noch so einen passiven Tief- oder Hochpassfilter. Das sind einfach ein Widerstand und ein Kondensator verschaltet. Kann man ganz einfach nachgucken. Aber der hat ein paar Nachteile. Müsste man nochmal speziell nachlesen. Ja, hier ist gerade noch eine Frage ganz frisch aufgeploppt. Und zwar, machst du das jetzt nur so hobbymäßig oder war das jetzt Teil deines Studiums? Das war Teil meines Studiums. Ich dachte mir, das ist ein Thema, was ziemlich cool ist, was man eigentlich ziemlich leicht aufbereiten könnte, aber wo es jetzt wenig Zugang zu gibt. Und ich hatte einfach Lust, das Ganze, also dieses Wissen, was in diesen Vortrag eingeflossen ist, das war aus ganz vielen verschiedenen Kursen, kam das. Und ich hatte einfach Lust, das mal zentral für Leute aufzubereiten, die einfach Lust haben, so analoge Filter zu basteln. Weil eigentlich ist es nicht so kompliziert. Man muss halt nur mal eins und eins zusammenzählen. Genau. Also es ist meinem Studium. Ja, ist motiviert. Ja, ansonsten gab es jetzt hier noch in der Liste eine kleine Anmerkung. Und zwar möchte hier jemand den YouTube-Kanal Soundfile empfehlen. Und zwar so zum Thema Raumakustik. Also es gab da im IRC auch so ein bisschen so die Diskussion, welche Frequenzen man jetzt unbedingt abdämpfen möchte, wie man die ganzen Frequenzen einstellen will. Und da gab es ja auch die Anmerkung, dass das Ganze auch ein bisschen davon abhängig ist, wie der Raum aufgebaut ist, welche Frequenzen dann abgedämpft werden müssen. Ja, ansonsten zu guter Letzt noch eine Frage hier in der Liste. Ne, zwei sind sogar noch da, ist gerade wieder eine aufgeploppt. Und zwar, was wäre nötig, um die Frequenz, ab der der Filter stark dämpft, einstellbar zu machen? Wie kann man das anpassen? Einfach einen entsprechenden. Ach so. Normalerweise hat man ja einen Drehregler, mit dem man die Frequenz einstellen kann, ab der dann die Dämpfung stattfindet. Ja, aber also was ich meinte war, du hast einen OPV-Filter, der ist und diese Grenzfrequenz des OPV-Filters, ich vermute mal, die ist gemeint, die hängt einzig und allein von dem Bauteil also Operationsverstärker ab. Wenn man da eine höhere Grenzfrequenz haben möchte, dann muss man einen anderen OPV wählen. Also einen neuen OPV kaufen, der dann eine höhere Grenzfrequenz hat. Also Okay. das, was ich meinte, ist nicht abhängig von der Schaltung selbst. Die Okay. Grenzfrequenz. Okay, das heißt also mit diesem Schaltungsaufbau kann man die Frequenzen nicht variabel einstellen, zum Beispiel am Potentiometer oder so. Ach so, also ich muss nochmal nachlesen, was wäre um die Frequenz, ab der Filter stark dämpft. Ach so, okay, ich habe die Frage falsch verstanden. Tut mir leid. Ja, also es gibt zum Beispiel, man nimmt sich die Formel, Fg ist gleich 1 durch 2pi, was auch immer, und dann nimmt man sich eine von diesen beiden Komponenten, also dem C oder dem R, und macht die Variable. Es gibt zum Beispiel nicht nur es gibt Potentiometer, das sind variable Widerstände, es gibt aber auch variable Kapazitäten, also Kondensatoren, wo man die Kapazität verändern kann, durchdrehen. Und
Ja, dann eins von beiden kann man dann nehmen und dann kann man mit so einem Drehregler einfach diese Grenzfrequenz verändern. Man muss natürlich aufpassen, dass sich dann der Verstärkungsfaktor nicht auch noch ändert. Entsprechend, ja. Okay. Genau. Also das müsste man im Zweifelsfall irgendwie ausgleichen können. Oder? Ja, das lässt sich ausgleichen. Muss man halt irgendwie immer rumrechnen und ein bisschen nachdenken. Ja. Okay, ein bisschen nachdenken. Ja, ansonsten auch noch eine Frage, die ich mich vorhin gefragt habe. Wieso benutzen wir die ganze Zeit den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers und nicht den nicht invertierenden Eingang? Ja. Wieso muss die ganze Zeit das Signal invertiert werden? Es gibt zwei Grundschaltungen, in denen man einen OPV verwenden kann. Es gibt noch viel mehr, aber das sind so zwei Grundschaltungen, nämlich einmal die invertierende Operationsverstärkerschaltung, die hier verwendet wurde, und einmal die nicht invertierende. Die nicht invertierende sieht ein bisschen anders aus. Da ist aber die Rückführung auch an den negativen Eingang und die Spannungsquelle ist nur woanders. Der Grund, weshalb wir genau diese Schaltung so verwenden, ist, dass sie diese Übertragungsfunktion hat, die sie hat. Und damit können wir diese tatsächliche Übertragungsfunktion, die wir realisieren wollen, sehr einfach realisieren. Weil man einfach nur diesen Rückführungszweig durch den vorderen Zweig teilen muss. Mhm. Und damit lässt sich das Ganze sehr einfach aufbauen. Okay. Ansonsten müsste man noch mal ein bisschen mehr rumrechnen, um das zu realisieren. Also das heißt, es war jetzt eigentlich nur, um Rechenaufwand zu vermeiden. Ja, und weil es einfach aufzubauen ist. Also man hat bei diesen einfachen Filtern drei Bauteile, zwei Widerstände, einen Kondensator und fertig. Und sonst wäre es vielleicht ein bisschen komplizierter geworden, wenn man andere Grundschaltungen wählt. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ja, hier gibt es noch eine Frage. Und zwar gibt es jetzt irgendwelche Gedanken dann noch zu Analogrechnern, die man ja aus den gleichen Komponenten bauen kann? Also ich habe von Analogrechnern nur von Kommilitonen gehört, die das jetzt irgendwie von... Analogrechner sind, kenne ich selbst nicht. Ich habe noch nie mit Analogrechnern irgendwas gemacht. Ich weiß aber, dass man mit Operationsverstärkern mathematische Operationen implementieren kann. Also man kann, es gibt neben der nicht invertierenden und der invertierenden Schaltung, gibt es auch sowas wie Additionsschaltung oder Summation oder Subtraktionsschaltung, wo man dann die Eingangsspannungen, zwei Signalquellen hat und die kann man dann voneinander subtrahieren. Dann kommt ein neues Signal raus, was dann das Ergebnis dieser Subtraktion ist. Und das kann man dann eben vielleicht für Analogrechner verwenden, bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Aber ich, wie gesagt, ich habe noch nie darüber Gedanken gemacht, wie man Analogrechner aufbaut. Das wäre vielleicht mit OPVs zu realisieren. Okay. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier in der Liste keine weiteren Fragen. Und ansonsten, ja, im IRC sehe ich jetzt auch keine weiteren. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der ganzen Fragen. Vielen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Talk. Gerne. Damit war es das auch für heute. Das war generell auch der letzte Talk hier auf dem FEM-Channel. Vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt diese Tage eingeschaltet haben. Deswegen, next up, gibt es jetzt wirklich nur noch um Mitternacht die C3 News Show. Und ansonsten sehen wir morgen dann natürlich die ganzen anderen News-Shows. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.